entre o sono sogno entre mim, ok, e mim, eu quem, um suponho corre um rio sem fim. Zwischen Schlaf und Traum, zwischen mir und was in mir ist, und was ich vermute zu sein, ist ein unendlicher Fluss. Jede Entscheidung sei auch Verzicht, sagt Spinoza. Und die Emigration, sinnierte einst mein Vater, verändere die Identität des Menschen. Zwei Sätze, die mir früh die Gültigkeit einer Erkenntnis schenkten. Sie wurden zum Fundament einiger der mit ihr verbundenen Wahrnehmungen und schnürten mir ein proviant und segensreiches Wanderbündel. Es käme noch ein Satz hinzu, der mir schon in jüngsten Lebensfragen Antwort wurde. Er ließ mich auch im Nachhinein immer wieder innehalten, sodass ich viele meiner Standpunkte oder Entscheidungen von einer anderen Warte aus betrachten konnte. Blickwinkel, die eine andere Position einnehmen oder sich erweitern. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, der in mir sagte, als er vernahm, dass ich einen spanischen Pass hätte. Ich glaube, es war ein kleiner Junge aus Südamerika, aus Peru. Die Ausbeutung der Kolonien, so ließ er mich Gringito wissen, habe Europa reich gemacht. Wer wollte dem widersprechen? Ich konnte es nicht. Ich wüsste auch nicht, wie Intipa, Ojascar, Ojaini, von der Sonne geweint Tränen, heißt Gold auf Quechua. Was könnte ich noch erzählen von meiner Beziehung zu jenen Sätzen, die mir sprachlich und inhaltlich Wegweiser aufstellten und mir ungeahnte Horizonte eröffneten? Welchen der viele Sätze zitieren, vor allem derjenigen, die mich bis heute prägen, diesen vielleicht noch? Geschichte scheint, besser gesagt, Geschichte ist ein Teddybär im Schlamm. Ein Bild, das frieren macht, mit einem einzigen Satz gefrieren, keiner gefriert anders, fällt mir ein, der Titel eines Lyrikbandes von Joachim Sartorius. Geschichte ist ein Teddybär im Schlamm. Der Satz greift nicht nur ins Vergangene, er entpuppt sich gerade in diesen Tagen in einer erschreckenden Vehemenz und mit einer unverhofften Plötzlichkeit als ruchlos stummpolierendes Metaphern-Dilemma Europas. Vertreibung, Flucht, Exil, Zeit. Davon weiß ich zu erzählen, nagt an den Sätzen, nagt sie ab vor Tod, bis zur Knochenkenntlichkeit. Dachte oder denke ich an diese Sätze, denen ich bald in meinem Leben begegnete, nun als Herkunftsspanier, der ich in meinen Kinderjahren und als Heranwachsender auch zu sein gewesen hätte, bin, pardon, ob der grammatischen Fehlzeiten und Schrägkonjunktive, oder als jemand, der in Deutschland, in der alten Bundesrepublik Deutschland, auch Spanier, obwohl Spanier und so weiter und so fort gewesen bin. Sie verstehen? Ja, gewiss verstehen Sie. Sie wissen um die Bilder. Dass immer von den zwei Seiten einer Medaille gesprochen wird und nur selten von ihrem Rand. Aber ich will nicht ans Sprachanekdotische und ich will mich nicht an Sprachanekdotische und Gedächtnishafte verlieren. Das wäre zwar in mancher Hinsicht heiter, doch leider auch zu oberflächlich. Ich fasse deshalb meine Satzverliebtheit und deren Aficionado deshalb, also mich, ins Ungefähre zusammen. In einer vorläufig gehaltenen Wortsynthese zweier kurzer Sätze, die einen Rand bedeuten. Mit mir eins im Weitergehen, Doppelpunkt. Ich nehme wahr, ich bin ein Andalusier, ja. Es gefällt mir wohl am besten. If I should die, one draft, one travelogue. In the summer, when I sleep before the open window, when the night is long and I allow myself that purported luxury, the freelancer, and rest longer than is customary, because the stream of writing requires the stillness of the lonelier hours, and the word itself must be respected. Sometimes from the street below I hear several old familiar voices, three men who I've known from childhood, men became part of my very world. From the time I could walk, I learned to make a cool, not necessarily cold, differentiation between the strange and distant shadow icons of olive trees and the ribbon-gnarled silhouettes of winter black forest firs, even when this difference at times grew heated.
These men were the last for us, their children, of that seemingly impossibly conspired community that slowly transformed my house out into an Andalusian Black Forest village. And so beneath my window almost daily, a southern-sounding Mediterranean banter, a word skirmish whose sound, composition, and staccato rhythm is fashioned from its leisurely gait, or by an unexpected stop of quiet footfall, three men on the go. The one, Don Antonio, passionately extolling once more his savings in the Caja de Ahorros, with the Libreta de Migrantes, auspicious penny bank of Spanish persuasion, in its savings account for emigrants. I could almost hear his effusive gesticulations, a crescendo mutating into visual form of the voice of sharpened potency rending the morning air, an almost razor-sharp, tremulous high tenor than the other for whom these unparalleled admonitions applied by virtue of his own financial assets. He too, Don Antonio. Such coincidence, a second of the same name, who with no less expression pits himself against the first, demanding to know why this Don Antonio continues to perpetuate the same blasted mistake, believing in Spain, cherishing this country to cling so tightly to a Spain that he would one day nevertheless have had to abandon, still consumed with the illusion that he would one day return. He has to do that. And this at your age, a hallowed guest worker age, 80 years, albeit the second, you assume correctly, had already exceeded his 80th year, and naturally, already lost everything in life, everything but his children, and of course, the savings account. And then, the third, imagine you will hardly believe it, correct, another Don Antonio, admittedly not one originating from Malaga, but from a small provincial city close to Barcelona. The third becoming, ritual must be maintained every bit as unshakably emphatic in his preparation for a round of powerful arbitration between the two younger Don Antonios. A decidedly friendly mediation, the third in the Confederation, this might in some way help to explain his impetus in impeding the escalation of things, staunchly approaching his 85th year, one plausible cause for his serenity. While the second Don Antonio projected his more muffled, smoky bass monotone across the morning landscape in answer to the angular shrill of the first, it was a thoroughly fumble, airy alto, a shyer, wounded tenderness, not ungentle to be observed in the voice of the third. Whenever I am pulled from sleep in this way by the Antonesque summer street alarm, I ask myself which of these three attitudes regarding Spain and saving banks my father would have held, for he most certainly would have been the fourth member of this alliance of early morning guest walkers, though his name was neither Antonio, nor did he possess, nor would he have possessed, a robust savings account with emigrant benefits. The fantasy suffices that the fourth contender to these three Spanish disputants could have been my father, and I am overcome, stand today, by sadness, a moment's mourning of vague solitude, a yearning for those long discarded days, beauty, with all its contradictions, gone, and yet still present, gone. In Hausach im Schwarzwald möchte ich Ihnen erneut ins Bewusstsein rufen und ich will bestimmt niemals müde werden, diese stadtgeschichtliche Zahl des Vergessens zu wiederholen. Gab es einst 30 Familien, die allesamt bis auf zwei oder drei aus Andalusien kamen. Die meisten der eingewanderten spanischen Gastarbeiter sind heute entweder in ihr Geburtsland zurückgekehrt, leben dort von ihren Erinnerungen, wohltemperierte Gedächtnislücken und von ihren Arbeitsrenten. Oder sie sind hier wie dort verstorben. Nur wenige Pendel träumen noch zwischen dem, was Heimat war und Heimat wurde, niemals Heimat ist, Heimat alt und Heimat neu und im Irgendwo ein Irgendwie bis hin zum Irgendwer und irgendwann der Illusion. Es gibt kein wirkliches Wort, das den Umstand der Vergänglichkeit benennen könnt, den Lauf der Zeit. Denn selbst das Bild vom Lauf der Zeit ist so banal, ein Memento allenfalls dargestellt durch die unsichtbaren Särge, nichts, das auflöst, was Trost bedeuten könnte. Geblieben sind die Kinder, Kindeskinder, nur Großenkel, Punkt. Memento. Cuando yo me muera, enterarme como guitarra bajo la arena. Yo me muera entre los naranjos y la hierbabuena, con
enterarme si queréis en una veleta cuando yo me muera. Federico García Lorca. Memento, wenn ich einst tot, begrab mich mit der Gitarre im Sand, wenn ich einst tot zwischen den Orangen und der Minze, wenn ich einst tot, begrab mich, wenn ihr wollt, auf einer Wetterfahne, wenn ich einst tot. Die erste Begegnung mit Federico García Lorca war eine zärtliche, eine zart traurige, ein Aufhören machendes, melancholisches Nah- und Näherkommen an der spanischsprachige Wort, ein Begriff, den ich mit Sehnsuchtsatem übersetzen würde, dessen Ursprungslaut jedoch das Letztausbleibende des Atems birgt. Ein bis zum letzten Atemzug Begehren, die Leidenschaft der Niederlage im Trauerseufzer aufgehoben, im Spanischen ein Ammenweib, Frau Tod, die sich verzehrt nach Leben giert und sagt, ich kenne dich. It was Mother who, with her, the Lady Death, and with the doomed poet Lorca, accomplished our disengagement into the privacy of listening. She sang the lullaby of both adversaries, the Nana, which the poet had unearthed in the first decades of the 20th century at the behest of the Granaino composer Manuel de Falla. She sang the life-death styles which were both mother and child. Like many of his songs, they did not shy away from death, garnering through it instead the living glory of the world, surely as well because they carry within themselves the universality of Andalusia. Today, carried, at least for me, not much of it has remained. From that much lauded symbiosis of cultures, from that which melted Orient and Occident together in a minor key, some even speak of their synthesis, one, Cordoba, not major key but minor, mourning, so I suspect, binds together peoples more closely than the pleasure elicited from any celebration of victory. Later I encountered Lorca in Lorca, on one of our parents' many endless migratory journeys home, which in the beginning of the 60s of another century were not always a financial possibility, but they would soon, with my parents' increasing prosperity, occur each and every summer, catapulting us for 6 weeks out of our imagination and into the reality of fantasy. Fiction is title pair and we, stranded. Als Kind dachte ich, Lorca, der Ort, sei nach Lorca, dem Dichter, benannt. Ich sollte mich täuschen. So wie ich bei der Lektüre meines ersten Romanes dem Buch auf den Buchdeckelein gehen sollte. Ein Roman, den ich ohne aus der Hand zu legen verschlungen hatte, Die Kinder von Torremolinos. Das Taschenbuch, das ich in der Auslage einer Buchhandlung als 12-Jähriger entdeckt hatte, musste augenblicklich meines werden. Sein vielversprechender Titel war mir förmlich in den Kopf gesprungen, getreu meiner Logik. Sie hatte mir das verwirrte Herz selbst kurz vor dem erregenden Aufbruch in die aufwühlenden Teenager-Verhältnisse mit großem Widerstand noch lange Kinds verankert. Es schien mir sonnenklar und logisch, wenn das Buch von den Kindern, aus deren Torremolino sprach, dann musste Vater in dem Roman eine Rolle spielen. Schließlich war er in Torremolinos geboren worden. Der Titel hieß ja nicht ein paar Kinder aus Torremolinos, sondern die Kinder von Torremolinos. Ich las und las Seite um Seite nach seinem Vor- und Nachnamen Ausschau halten, nach allen seinen Namen suchen und konnte ihn partout nicht ausfindig machen. Da war nichts zu machen, nichts hinein zu fantasieren, nicht die geringste Spur von ihm. Als ich den letzten Satz gelesen, was heißt gelesen, in mich hineingefressen hatte, brach es wie ein literaturkritischer Urknall aus mir heraus. Ich schimpfte auf James R. Michener wie ein Rohrspatz und haderte. Von seinen Publikationen wollte ich schließlich auf lange Zeit nichts mehr wissen. Für mich und meine Vorstellung hatte er versagt, alles Lüge und Verrat. Später hingegen half mir diese Erfahrung zwischen Fiktion und Wirklichkeit nicht nur einen imaginären Faden der Vorstellung, sondern ein ganzes Netz aus Wahrheiten meandern und poetisieren zu lassen. Vater konnte mit Lorca wenig anfangen. Literatur war nicht so recht sein Ding. Nichtsdestotrotz erlebte ich in ihm zeitlebens den leidenschaftlichen, fabulanten Geschichten entspannten ihn. Meistens erzählte er aus seiner Kindheit in Malaga, natürlich auch in verbalen Unberechenbarkeit zu Freudensprüngen aus seinen Jugendjahren, nicht von ihnen, aus ihnen. Reine Pubertätsprotzelbäume. Selbst im Nachhinein. Er
rollte förmlich aus den Geschichten heraus. Schon früh waren wir unmittelbar nach dem Bürgerkrieg von Torremolinos an Malaga in die Hauptstadt der Costa del Sol gezogen. In einem Pförtnerhaus haben wir gewohnt, eure Großmutter, euer Onkel und ich. Ein paar Wochen vor seinem Tod sollte Vater einmal sagen, der einzige Fehler, den ich in meinem Leben gemacht habe, war zu glauben, dass ich immer jung bleiben würde. Das war sein Satz. In eine Zeit gesagt, in der ich mir das Alter noch nicht vorstellen konnte. Alt werden und alt sein war, wenn überhaupt, mit den Großeltern in Verbindung zu bringen, nicht mit Vater oder Mutter so lebendig, kraftstrotzend und abenteuerlustig seine Geschichten auch immer daherkamen, schon früh. Und nicht nur einmal sagte Vater zu uns Kindern, wenn der einst ich sterbe, dann begrab mich dort, wo aus der trockensten Erde noch eine Blume wächst. That summer which saw his death, and about which I would now like to speak, smelled of camellias and looked like cypress trees. A summer which lagged, night craving, dragged along like a person without language but in images, a drowning summer, pulled under of its own accord, the abruptness of agedness which gathered distant bodies, drew them home, and the close, the dead, the living bodies our own. It was August, Father August. Since then death carries the parting gravity of the July harvest. August absorbs one dying I once wrote. And the lines sweep back word upon word and trust the ending preempted one, old one, is between them one naked have. Thereafter, subjunctive and all subjunctives, one lonely would have a naked what would be if, except that it, the eighth then, was 1995, on the 27th of the month, but never again possessed that shirt sleeve lightness, not a game to lay upon we children's shoulders through those long summer nights, instead a dark shroud, a final certainty which enveloped us, death, the first indication of an arrival which signified farewell. Vater hatte es geschafft, es war ihm gelungen. Wir waren angekommen, zum ersten Mal in unserem Leben band er uns wirklich an Andalusien. Was er immer und immer wieder versucht hatte, geriet ihm durch seinen Tod zum Lebenserfolg, seine Hinterlassenschaft, ein Vermächtnis. Andalusien war keine verführerische Sehnsucht mehr, El Anhelo, sondern ein toter Körper, eine Friedhofsmauer, eine Marmorplatte, eine sich erfüllende Hoffnung, die Muerte hieß, Frau Tod. As if forgotten, as if left behind, we stood there in the room, around an open air conditioned casket, staring at a face beneath thick glass. We didn't want to, or perhaps we could not recognize him anymore. Father, there he lay, a stranger in that so oft invoked homeland, Andalusia. One stranger, a stranger to us. The spectacle could not have been more cruel. Our father's death had gathered us together once more in Malaga, and I thought, to the extent that I was in any way capable of thinking, an old elephant, like an old elephant he'd struck out alone to make his final peace, to return, homeward, back to the place where Providence was home. When we were children, we were told that an old elephant, sensing its impending death like an insatiable hunger, would leave the herd and seek out its preordained place of death, alone. The herds moved on and death remained behind. No one knew precisely where these elephant graveyards were located, only they. That elephants possess a fascinatingly long memory, this I know to be true. Whether the myth that elephants choose their own graveyards is real, I am not sure, nor do I care to learn. For me, the metaphor of return suffices, the parable of paternal solitude that has become, for this first generation, in my free adaptation of Gertrude Stein, this lost generation, emblematic of life. Just as their permits of residency and work visas, their status as guest workers, were not but allegory. Even today, those stamps remain unfaded, the administrative language punches on a time card. Minutes before, mother had, the siblings
had flown out from Frankfurt on the same day we received word of his death, between hundreds of sun-starved tourists on one of those innumerable charter machines. Mother had received us in Malaga, on the steps of the city's concrete churchyard, her arms filled with intangibility. Is there such thing as floating strength and proximity? In those hours of her unguarded sorrow, we could no longer differentiate between worlds, between times, as if all tempi were one, the collapsing construct of conceptual time, its rhythms rent by tragedy and need. In der Todesanzeige, die wir später in Deutschland in beiden Kinzigtäler Heimatzeitungen aufgaben, stand zu lesen, er wollte in seinem geliebten Andalusien den Urlaub verbringen und musste dort seine Lebensreise für immer beenden. Wir trauern Francisco Aguero González, der für uns alle unfassbar am 26. August 1995 in Malaga verstorben ist. Seinem Wunsch entsprechend haben wir ihn in seiner Heimat beerdigt, Haus auf Malaga, im September 1995. Unsere Mutter war am 1. November 1960 in Hausach im Schwarzwald eingetroffen. Vater ließ sie, nachdem er schon ein paar Monate zuvor in einer Metallfabrik angefangen hatte zu arbeiten, nachkommen in ein Land, das Zukunft bringen sollte. Zumindest ein paar Ersparnisse, um zu Hause in Malaga eine Existenz aufzubauen. Damals war Europa von Andalusien aus gesehen ein ferner Zauber. Mindestens 5 Tagesreisen hinter jeglicher Wirklichkeit. Züge, die gewechselt werden mussten, wie Landschaften, die sich veränderten. Oder Bahnhöfe, deren Namen Bohnen schienen, wenn man sie hörte. Maria Atocha, Paris Gare de Lyon, Paris Gare de l'Est dazwischen. Und danach zermürbende Wartezeiten an 2 Grenzübergängen, der eine Gyron, der andere Kehl. Spanien war längst noch nicht Europa, Deutschland eher. Nicht jenes Europa, an das wir heute denken mögen und das sich im Augenblick selber erneut in Frage stellt. Deutschland gehörte damals für sie zu jenen Versprechen von Freiheit und Fortschritt, das hinter den Pyrenäen begann. Erneute Wirklichkeit und Fiktion in einem. Was für Spanien und die Diktatur, die sie großzügig zur Arbeit im Norden ziehen hieß, in dieser Reihenfolge nicht zutraf. Dort war Wirklichkeit, bloße Wirklichkeit. Die leeren Töpfe quollen noch vorüber vor lauter Bürgerkrieg und seinen Gespenstern, die fast 40 Jahre den Geist bestimmten und die Gitter vor den Mündern in die Herzen zementierte. Was sie jenseits der Grenzen erwarten würde, war aber auch Erzählung, Traum und Illusion. Die Reise von Malaga über Madrid, die Lune nach Paris, schließlich vom Gare de Lyon zum Gare de l'Est nach Straßburg und Kehl dauerte Tage, mehr als Tage, Jahre, mehr als Jahre, ein ganzes Leben. Als Mutter vor nicht allzu langer Zeit ihren 50. Jahrestag in Deutschland feierte, eine Art goldene Hochzeit in Deutschland, hatten vor allem die Anekdoten ein Stell-dich-ein, Vater fehlte. Es erschien ein Zeitungsartikel, man beglückwünschte sie, wie man den Kurgästen gratuliert, die zum 40. oder 50. Mal den Jahresurlaub in einem der kleinen, schmucken Schwarzwaldorte verbringen. Am Tag danach kehrte wieder Alltag ein, trotz der seither nur selten die Hand zu reichen vermag, es sei denn, man bezeichnete das Warten selbst als Ungewöhnlichkeit, als keine Abwechslung, dass für sie irgendein Ereignis im Ort einträfe, Geburtstag, Weihnachten, Ostern, Fastnacht. Mutter scheint integriert über uns Kinder, über die Enkelkinder. Jeder kennt sie, jeder schätzt sie, nur manchmal ist sie allein, zu Hause, nicht daheim. Sie ist in keinem Verein, sie geht in keine Gymnastikgruppe, geht nicht ins Schwimmen für das sogenannte dritte Lebensalter. Ein Pflegefall ist sie auch nicht, dafür gibt es ja Programme. Migration und Krankheit im Alter habe ich irgendwo gelesen. Nirgends fand ich jedoch ein Programm mit dem Titel Migration und Nichtkrankheit im Alter. Oder anders ausgedrückt, Migrant und trotzdem gesund im Alter. Verzeihen Sie mir den Hauch von Ironie, die ich keine sein will, sondern einfach nur Humor im besten Sinne des Wortes. Sie wissen ja, Humor ist die fantasievollste Waffe der Unterdrückung. Ich fürchte den Tag, an dem ich morgens bei offenem Fenster wieder einmal die Stimmen der Antonios höre, dabei feststellen muss, dass es keine 3, sondern nur noch 2 sind. Dann wird sich eine jener Fragen erneut stellen, die nur im Konjunktiv Antworten findet. Irgendwo
zwischen Herkunft und Heimat. Vor kurzem sagte Mutter schön nebenbei, ob ich denn glaube, dass sie im Nachhinein betrachtet eine schlechte Ehefrau sei. Unsere Eltern waren 44 Jahre zusammen. Ob sie, fragte sie, im Nachhinein eine schlechte Ehefrau sei, wenn sie nicht in Andalusien an der Seite meines Vaters, sondern gerne in Deutschland in der Nähe ihrer Kinder und Enkelkinder bestattet sein möchte. Auf der schlichten Grabplatte meines Vaters auf dem Friedhof in Malaga steht in silbernen Buchstaben Francisco Agüero González, Hausach, Malaga, Hausach, ein Tod ist ein Tod, ist ein Tod, ist ein Tod, ist kein Tod, wie jeder andere, ausschließlich in deutscher Sprache. Ich wollte, dass der einst die Kindeskinder despedida, si muero, dejar el balcón abierto. El niño come naranja desde mi balcón lo veo. El segador ciega el trigo desde mi balcón lo siento. Si muero, dejar el balcón abierto. Abschied. Wenn ich einst im Tod, dann lass die Balkontür offen. Das Kind ist orange und von meinem Balkon aus kann ich es sehen. Der Schmitter mäht das Korn, ich kann ihn fühlen von meinem Balkon aus. Wenn ich einst im Tod, dann lass